Hey Leute, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Ich bin's wieder, euer Simon und BÄM! Jawohl, Psycho MCs The Last Stand, StarCraft ist angesagt. Ja, immer gedacht, ich so auf Dauer StarCraft zocken kommt echt scheiße. Deswegen habe ich mir den Kevin angelacht. Der will da fröhlich mitzocken. Kevin? Jo. Ja, wie schon Ah. gesagt, ich bin Kevin, bin 18 und ich spiele jetzt hier mit dem Simon ein bisschen StarCraft 2. Ja, also ihr kennt ihn vielleicht auch als LP Loki. Das war das arme Schwein, womit mir die Protoss-Karte spielen musste, dass ich euch die wundergeilen Einheiten da, wundergeil ist natürlich auch so ein super Wort, also die geilen Einheiten da zeigen kann. Wortneuschöpfungen. Ja, das muss sein um die Uhrzeit. Das geht nur montags. Ja, die Karte haben wir vorhin mal grob ein, zwei Runden angezockt. Die erste Runde haben wir gleich mal übelst fett verkackt. 3 Minuten lang gespielt und tot. Wir haben ganze 3 Minuten durchgehalten und dann war das schon vorbei. Die zweite Runde war dann schon besser. Das waren dann so gute 20 Minuten, bis dann uns dann so ein paar dämliche Terraner über den Haufen gerannt haben. Davor hatten wir so Protoss, die irgendwie keinen wirklichen Damage gemacht haben bei uns. Aber irgendwie 500 Einheiten auf einmal, circa. War ein schicker Bio-Bar. Ja, also ich habe mich jetzt, man kann hier am Anfang, kann man sich so eine Einheit raussuchen, kann die dann dementsprechend hier so seitlich, habt ihr das gerade so spontan gesehen, kann man sich da so, ja, die Einheit, sage ich mal, so spezialisieren. Und ich habe mir jetzt den Tyrant nochmal genommen, weil der hat vorhin schon ganz gut gebärschelt und da bin ich jetzt schon 4 Level ausgestiegen. Also wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie ich aussehe, ungefähr wie der Tyrant, nur die Zähne stehen nicht ganz so weit raus, der Rest haut fast hin. Und nicht so viele Tentakeln oder wie? Ja, das weiß ich nicht, das hängt vom Zustand ab. Aber ja, vielleicht glitzere ich nicht ganz so arg, wenn es dunkel ist. Aber so vom Grundprinzip haut es schon fast hin. Ich muss mir das gerade noch mal durchlesen hier, was der es hat. Ja, kein Problem. Ey. Gut Ding will Weile haben. Heilung hört sich gut an. Heilung ist immer gut. Weil meiner hat jetzt keine Heilung mehr, weil meiner kann jetzt auch Einheiten beschwören. Ich kann Roaches und Banelinge beschwören. Also ich kann nicht mehr heilen. Wobei heilen wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Ach, egal. Na, jetzt kann ich ja heilen, das passt schon. Juhu! So, fertig. Schön, schön, schön. So, Last Stand hört sich immer ganz geckig an. Also die Einheiten, die kommen aus 4 Ecken und die Punkte hier sollten nach Möglichkeit auf Friendly stehen. Dann gibt es auch mehr Punkte für uns. Neutral ist noch passabel. Und was ist das, wenn es rot ist? Schlecht halt. Schlecht. Schlecht halt. Ja, wir sind Steht, da steht schlecht. schlecht, schlecht, Richtig. schlecht, schlecht. Waren, glaube ich, 25. 35 Waves insgesamt 30 kann Wave man. insgesamt haben wir. Aber wir können bloß 20 spielen, weil wir noch nicht so hoch sind vom Level her. Ah. Okay, das hier ist schon mal eine coole Fähigkeit mit dem Herwarpen von den Roaches, weil ich mag die eh. Also das sind schon ganz nette Einheiten. Schön, schön. So läuft das. Aber die Abklingzeit ist ja pervers, hey. Ja, es. Aber es ist eigentlich fast so, dass wenn die Einheiten sterben, dass du sie neu machen kannst. Ja. Aber die warpt immer dahin, wo meine Einheit steht. Ja, so Okay. im Kreis. Bisschen. Cool. Ja, das macht schon viel mehr Spaß mit den Roaches. Die verrecken nicht ganz so schnell wie die Bärslinge wenigstens. Ja, das sind immer so Kamikaze-Einheiten, die Ja. Bärslinge, ey. Rein und weg. Aber wenn du viele davon hast, dann Naja, das fand ich fetzt. schon so ein paar Marines oder sowas, die fliegen dann weg. Ich kann jetzt da so eine Drohne schmeißen, die halt mich und Verbündeten. Das ist Oh, schön.
Schön, schön. So. Wo ist die Eintrone? Ach, die hast du schon gar nicht geschmissen, gell? Doch, hab ich gerade geschmissen. Also die heilt dich und dann mich und dann ist sie weg. Ah, okay. Ach, die heilt komplett und geht dann. Die macht nicht über einen längeren Zeitraum. Nee. Aua. So stelle ich hin in meine Roaches, das ist nicht so schlimm. Der Wahnsinn. Ja, ich kann eben noch meine Angriffsgeschwindigkeit schneller machen. Vielleicht zweimal. Das war die Wave, wo uns das erste Mal beim ersten Mal Spiel gekillt hat, gleich. Da hatten wir einfach die falschen Einheiten. Nicht sterben. Ich hab noch 15 Leben. Sonst wäre die Runde wieder so schnell vorbei. Fuck. Ich bin tot. Nein. Du musst überleben. Ich versuch's. Macht aber auch gut, der Mensch. So. Stirb, stirb, stirb. Ah, schön geklärt. Die springt da so hin und her. Ja. Ah, Hostel. Ah, so heißt es. nicht schlecht. Nicht schlecht, aber schlecht ist ja. So, da haben wir, ich glaube, einen Boss-Gegner, gell? Ja, ist so ein Zwischenboss. Ah, ja. Und du hast jetzt auch so einen Buff auf dir drauf. Ah, dass okay. Dass du den auf Level 10 getötet hast, oder auf der Wave 10. Ah. Alter, die ziehen auch gut Damage runter, hä? Ja, geht. Stirb, Mann! Hey, stirb! Da oben ist noch einer. Ist auch noch einer. Stirb! Schön. So. So. Den Punkt da unten noch. So, mit Escape kann man dann immer so die Wartezeit überspringen. Das ist auch ganz gut. Außer man ist halb am Sterben und muss sich noch heilen. Ja, dann wäre das nicht so ratsam. wäre ganz leicht uncool. Oho, waren das vorhin auch schon so viele? Hilfe. Scheiße. Du auch? Nein, ich laufe hier noch. Oh Mann. Das wird jetzt bitter. Ja, als Tank hat er mir vorhin besser gefallen. Ja. Da konnte ich ihn einfach vorne hinstellen und fertig. Oh, oh. Ah, ah. Nicht sterben. Oh. Lauf! Lauf! Schön hier Hit und Run.
Gut, dass er so große Reichweite hat, das ist ja vorteilhaft. Dass er auch so übelst viel Damage macht, hä? Hey. Wie macht er denn? 33 gegen normale und gegen gepanzerte 66. Das ist nicht schlecht. Das sind ja auch noch zwei Stück. So. Erstmal heilen. Ich drücke jetzt hier nicht unbedingt Escape. Muss nicht sein. Nee, brauchen wir nicht. Oh, jetzt geht's. Was kommt denn jetzt? Ach, die mit den Heilern. Einmal Baneling, plopp. Und weg sind sie, so muss das sein, hä? Irgendwie manchmal springt diese Heildrohne mehrmals hin und her und manchmal irgendwie. Nicht so oft, ja. Ist ein bisschen komisch, ja. Alter, ey, was macht der, ey? Was läuft der so doof rum? Ne? Ach so, der ist jetzt richtig dicke Nahkampfeinheit, stimmt ja. Oh oh. Lauf. Bleib da. Ich heile. Nein. Ja, super. Was läuft der auch da? Jetzt ist meine Drohne geflogen und du bist gestorben. Was läuft der auch da rein, Mann? Ich hab doch nur die Schaben angeklickt. Nee. Und ich lauf mal wieder. Super. So, diesmal sind es ein paar mehr, die stehen bleiben. Falsche Einheit rausgesucht. Ja, nicht falsche Einheit, falsches Equipment. Ja. Ich hätte mehr auf mehr. Wie vorhin, da war er besser wohl. Ja, mit Tank. Ja. Jetzt sind es nur noch Heiler. Ach, die machen selber keinen Damage, gell? Nee, die heilen ja nur. Drum, Heiler. Ja, hätte das sein können, dass sie noch irgendwie ganz spontan noch was mit am Start haben. Oh, Wave 8. Bleibt er stehen und macht erstmal gar nichts, ne? Oh, das war knapp. Na, es dürfte gleich geschafft sein. Oder? Er ist geschafft. Huhuhu, nicht gestorben, wey. Auch nicht oft. Nur das hat vorhin besser geklappt. Ich höre. Ach, das mit den Gebäuden. Gar nichts.
nein. Mich verfolgt was. Hier hängt was am Knie, ey. Jetzt nicht mehr. Ja, wenigstens nur ein solches Gebäude, wo spawnt. Heilung. Yeah. Und geschafft. Supi. Ja, jetzt kommt der erste richtige Boss. Der war hässlich. Ja, und vor allem diese Einheiten, die noch mitkommen, die sind auch nervig. Übel, ne? Oh! Oh! Bist du tot? Ja, irgendwie habe ich das jetzt. Nee. Der hat mich nur so gefangen. Jetzt. Ach, dieses. Lerngefängnis. Genau. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, ich bin tot. Dabei hatte ich noch so viel Leben. Rucki-zucki weg, ne? Alles ist schlecht auch. Ja, recht. Stirb, Mann! Ha! Oh, Stille. Doch noch so weit geschafft. Wer hätte das erwartet, ne? Hat nicht so ausgeschaut vorhin. Vorhin? Nein. Sanitäter. Wenn es Sunny nach einem Sunny schreit. Also solange die Schaben mit am Start sind, geht es ja echt vom Damage her. Es müsste danach eigentlich gleich diese Welle kommen, die eigentlich keinen Schaden macht. Ja, die ganz vielen da. Ja, genau. Müssten kommen, ja. Und dann die, wo wir gestorben sind. Ja. Da ist noch einer. Komm her, Viking, auf die Nuss hier. Schön. Schön. Wave completed. So. Jetzt wird's interessant. Oh, oh, Banelinge. Das ist nicht nett. Oh, da hörst du nur zischen, hey, das ist nicht gut, hey. Oh, lauf weg. Oh, da kommen die nächsten. Oh, das ist nicht gut, hey. Lauf! Sie haben mich eingekreist. Die Wehrschlinge kaputt, hey. Lauf. Ja, jetzt bin ich tot. Echt? Und Scheiße. Du auch gleich. Meine Wehrschlinge haben mich gerettet. Ja, das war's. Tod. Nein! Scheiße. Ja, das war, weil wir keinen Tank wirklich dabei hatten. Ja. Wenn du einen Tank hast, der kann sich halt dann reinstellen. Aber so. Ah. Ja, ja, immerhin auf Level 5 aufgestiegen, ne? Immerhin. Boah, ist doch auch was. Achievements kill the Dark Templar und survive the Big Banling Attack with all teammates. Schön, schön. Davon kann ich mir viel kaufen.
Nichts. Not. Ja, das war eine kleine Runde StarCraft. Ja. Und das ist dann halt, ja, was weiß ich, ihr wisst ja, wie es ist, ne, mit den Uploads. Das ist jetzt nicht so regelmäßig, mal das. Aber StarCraft, das wird dann auf Dauer wahrscheinlich dann schon mit dem Kevin dann sein. Das macht oft zu zweit dann einfach einen Ticken mehr Laune. Und ja, die Schlussworte überlasse ich dem Kevin. Und ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Video, euer Simon. Ja, viele Schlussworte. Nicht wirklich. Und mir dann auch bis zum nächsten Mal.